Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer unglaublich neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Heute natürlich mit den Dudes aus der Crew, ne, anwesend sind der Selle, der Chris Cross, der Tobi und Junior. Hallo. Moin. Servus, hi. Und genau, was ich gerade sagen wollte, ich bin am Überlegen, was hast du denn, Chris Cross? Wo liegt das? Wie starte ich den Scheiß jetzt? Ich bin GPS-Neuling. Probieren wir mal mit Alt-X. Alt-X? Hey, ich sehe keine Linien. Alt, was war? Ne, dann musst du Steuerung S. Steuerung S? Ah! Dann kannst du Linien anzeigen. Zeige Linien. Danke. Ja, wunderbar. Ach, ist das ein Saatbett. Ach, ist das schön. Ach, guckt euch das an. Ist das ein Traum. Aber, passt auf, Kevin, moin, Grüße. Chat und auch YouTuber Renus. Ich bin am Überlegen, ihr wisst ja, es gibt ja dieses, wie hieß das nochmal hier, wo du mit über Tablet einblenden bedienen kannst, wie hieß das nochmal? Sim Dashboard, genau, kennt ja jeder, ne, nutzen sicherlich auch ein paar. Da bin ich am Überlegen, das zu nutzen, aber ich würde es euch auch gern einblenden. Da muss ich nur schauen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, da komme ich um eine zweite Cam nicht drum rum, die ich dann hier irgendwie hinbasteln muss. Oder? Kann das sein? Ja, ne? Wird nicht anders gehen. Björn, moin. Oder was meint ihr, Leute? Ich glaube, das muss doch irgendwie was geben, wo du auch das Bild von einem Tablet irgendwie auf den Computer schicken kannst und als zweite Bildquelle, sage ich mal, mit einblenden kannst. Aber mehr darfst du mich da auch nicht fragen. Das müsste ja gehen. Teamviewer halt, aber ist halt brutal performance-lastig. Ja, das ist halt wieder so das Problem. Und so sind die Leute wenigstens, was ich dann drücke. Obwohl, wenn ich mir, ne, hier habe ich das Lenkrad, das ist doof. Cool, wenn ich mir hier eine Cam hinmache, die hier von oben runter hängt, hier herstrahlt auf das. Ja, ist schon mal alles Bums. Mein Schreibtisch sind wieder zu klären. Nee, ich meine, es muss ja so gehen, in der Art wie so ein zweiter Bildschirm. Du kannst ja auch bei den Aufnahmen auswählen, entweder Bildschirm oder Spielaufnahme, wie auch immer. Ja, und das aber dann so machen, wie zum Beispiel, wie du das ja im Start machst, ja auch. Gibt's kein OBS und Mobile oder so ähnlich, dass du da einen Bildschirm nehmen kannst? OBS Mobile wäre schon nice. Nee, ich weiß es halt. Also ich weiß halt nicht, wie man das einbinden kann. Deswegen, lieber Chat oder lieber YouTube Renus, ne, schreibt gerne mal in die Kommentare. Auch hier im Chat könnt ihr gerne mal rausholen, wenn ihr da irgendwie Ahnung habt. Ne? Also ich weiß da noch nicht, wie man das am besten machen kann. McDenno, moin, grüß dich. Weil ich fände es halt schon geil. Ist halt schon ein geiles Gimmick. Weil du kannst ja, glaube ich, dann auch alles, was im Traktor ist, über das Sim-Dashboard steuern, nicht wahr? Ja. Aber man muss, kann man die Tastenbelegung ändern? Ja. Echt? Ja. Weil, wo ich nämlich mal das Sim-Dashboard ausprobiert hatte, habe ich mir echt cooles Design rausgesucht. Aber die Tasten, die ich dann dort gedrückt habe, das war ja nicht das, was ich so hatte. Du kannst dann einfach auf Bearbeiten gehen, auf den Bearbeitungsbutton, so wie ich es noch in Erinnerung habe. Und dann kannst du dir die Tasten so belegen, genauso wie hier in-game es mit den Tasten neu belegen. Wieder. Aber wenn dazu geht, dann müssen wir mal gucken. Tada, das Einfachste ist, glaube ich, eine Zweitcam. Ja, das wird es wohl auch sein, glaube ich. Und dann kriegen wir eine andere Perspektive von Excel. Also ich habe tatsächlich schon mal überlegt, so eine Cam hier im Hintergrund quasi zu machen. Da müsste ich aber oben in die Decke reingehen als Halterung, die dann quasi so aufstrahlt hier aufs Equipment. Wisst ihr, was ich meine? Die quasi von hinten filmt. Ja. Und der Saustall auf dem Schreibtisch? Bitte? Saustall auf dem Schreibtisch? Also von Saustall, Junge. Nicht? Nee. Kannst du doch auch hinten an dieses Bett an den Schrank. auf den Schrank oder so, das wird doch auch irgendwie gehen. Ja. Da brauchst du aber wieder so langes. Ach so. WLAN, also IP-Cam. Brauchst gar kein Kabel. Was für eine Cam? IP-Cam. Ja, wie sind denn die von der Schärfe und von der Qualität? Gut. Echt? Die nutze ich bei mir zu Hause als Babyphone. Ja,
Okay. Ja, Zelle leer. Also das wäre eine gute Idee. Und die bindet sich, warte mal, aha, die muss ich aber mit. Wie bindest du die ein? Jetzt mal blöd gefragt. Ja, auf deinen Rechner. Als mit IP-Adresse auf deinem Rechner und dann kannst du das als Wiedergabequelle in OBS nutzen, oder? Okay. Genau. Als zweite. Du kannst ja jede x-beliebige Internetseite als zweite Quelle nutzen, oder? Und deshalb meine ich auch, es müsste ja auch gegebenenfalls auch mit einem Tablet oder iPad, wie auch immer, müsste ja sowas auch gehen, dass du das einbinden kannst. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt komme ich mit. Okay, warte. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Dass du praktisch über die IP-Adresse auf dein Tablet zugreifst. Ja. Und das Bild ab und dann praktisch auf dem Rechner siehst. Das muss ja nicht klickbar sein auf dem Rechner, das muss ja nur Darstellung sein. Ja. Ne, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, von der Darstellung her. Stimmt, das ist gar keine schlechte Idee. Das ist gar keine schlechte Idee. Was löst mit okay. Den armen Käse? Der Käse ist optimal. So, jetzt hole ich erstmal Eier her. Ist das ein Schimmelkäse? Was lachst du, Tobi? Was? Ja, weil dazu so gelassen aussieht. Ich hole jetzt erstmal Eier. Also ist die Karre, die ist auch am Hin- und Her wackeln. Das ist schon ziemlich gut. Ne? Aber weil das ja schon so gut war, Excel. Ja. Was soll ich machen? Ich bin ja Hofleiter, ne? So, ach, immer dasselbe. Halloween Zombie, guten Abend, Grüße. Fahr mit dem Wagen in den Kühlraum, dann sparst du dir das doppelt anpacken. Das geht, Bruce. Okay. Hat auch Gefühle, kannst du ihn jetzt doch so wegwerfen. Klar, natürlich. Wir werden auch immer weggeworfen. Von daher kannst du den Käse auch wegwerfen. So, ist der einzige Wegwurf hier. So. Genau. Der andere ist am Kalken. So. Was du machen kannst, pass auf, wir haben ja jetzt Feldleasing, ja. Das ist richtig, richtig nice. Wir brauchen, und zwar, Kartoffeln haben wir geerntet. Haben wir ein Lager voll Rüben? Was haben wir da letztens reingekippt? Kartoffeln. Geht da nicht beides rein? Ich glaube nicht. So, und so wie ich mich kenne, habe ich das, verdammt, ich habe dieses Lager nicht mehr drauf. Mann. Das ist gerade richtig doof. Okay, passe Obacht. Was haben wir denn auf der 11? Auf der 11 haben wir Raps. Okay, auf der 11 haben wir Raps. Was ist ein Kraut entfernen? Das ist hier. Was haben wir auf der 17? Was haben wir auf der 17? Haben wir Mais, wa? Nee. Doch, Mais. Aber der ist auch erntereif. Gut, pass auf. Ich pachte mal. Die 11. Ja. Da kannst du mit unserem normalen Drescher raus. Und die 17. Da musst du dann bloß nochmal einen anderen Aufsatz nehmen. Weil da ist Körnermais. Okay. Hast du auch für das Schneidwerk hier einen Schneidwerkswagen oder nur so? Da müsste die Jungs fahren. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die da einen Schneidwerkswagen geholt hatten. Ich glaub's nicht. Musst du mal durch oder guck einfach mal bei uns, was in der Garage ist und so. Ja, warte mal. Ich guck mal. Am Feld stand kein Schneidwerkswagen. Ja, dann haben wir keins. Wir haben aber eins. Okay, na, dann muss das irgendwo. Ich lass mir mal auf der Karte anzeigen. Genau, lass mal anzeigen. Nur zur Info, wenn der Trecker anfängt zu zittern, tanken. Unglaublich. Jaguar, danke für diese geistreiche. Sei so verrückt. Mein. So, warte mal. Hier ist das. Dachte, hier spawnen die Eier. So, aber wo sind die Eier? Wo spawnen? Der steht an Feld 23. Naja, dann kannst du auch so fahren zu 11. Feld 23, okay. Herr Lars, guten Abend, Grüße, Kehle, moin moin. So, warte mal, ich muss mal kurz gucken hier, wie sieht's denn aus bei der Hühner? Excel, um dann deine Frage für das Tablet-Bildschirm teilen zu klären. Ja. Da gibt es zahlreiche Software dazu, wo nicht so umfangreich sind wie TeamViewer. Ja. Wo du jederzeit über WLAN oder Kabel auf dein Tablet zugreifen kannst, also das spiegeln kannst. Das ist ja nice. Und über Windows 10 kannst du es auch verbinden und da kannst du anscheinend auch casten, also
das nennt sich dann Casting oder Cast. Ja, okay. Das müsste anscheinend funktionieren, laut Google. Okay, perfekt. Deshalb meine ich ja, es muss ja sowas geben. Das ist ja, App, ja perfekt. Ohne Werbung heißt das Ding A-Power Mirror. Ja. Ich werde es mal testen und dir berichten. Oh, das wäre nice. Ich eh kein Zeit für. Oh nein, ich bin so nicht. Hab ich das echt jetzt gemacht? Wow. Hast du irgendwas gekauft? Ja, er hat. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin so doof. Ganz viele Mini-Steckdosen. Ich will doch keine Mini-Steckdosen, ne? Ach Mann, ein paar will ich, ja, aber doch nicht. Ach, das war jetzt wieder. Welchen Tablet-Hersteller hast du denn? Android brauchst du, ja. Ah ja, okay. So, warte mal, wir haben 60, kommen wir 50 wieder raus. Ach, das war jetzt echt ein bisschen doof, ne? Sauen, ich will doch richtig Sauen haben, so. So, zack. Jawohl, so sieht's doch richtig gut aus. So sieht's richtig, richtig gut aus. Perfekt. So, wie sieht's da mit dem Futter aus? Basisfutter haben sie. Okay, die können sich jetzt, wie gesagt, erst einmal entwickeln, die Schweine. Weil die müssen dann in die Schlachterei. Haben wir hier drin, ne? Was ist denn hier? Schweinefutter. Schön. Gut. Können wir doch gleich mal reinkippen. Können wir doch gleich mal füttern. Ist voll. Ich habe da jetzt nochmal nachgekauft. Schweine. So, ihr macht Felderbestellung, Crisscross und Selle. Wow. Was willst du denn dann drauf haben auf die zwei? Ich habe ja gesagt, dort machen wir Wiese. Wiese? Also 2, 5 und 6 machen wir Wiese. Okay. Wir werden nämlich heute. Muss mal kurz durchgucken. War denn das auf der 25? Das war beendet, das Sammeln, oder? War da noch ein bisschen was zu machen, Crisscross? Das weiß ich gar nicht, Ich fahr mal raus, ich guck's das noch mal. Das stimmt. Ich muss bloß erstmal den Ladewagen finden. Ach, hier hinten, ich hab ihn gefunden. Der stand am Hof, warum stand der am Hof? So. War nicht fertig. Ja, ist kein Problem. So, Tür zu, sonst zieht's. Stimmt. So. Ich finde den Deutz ja schon richtig geil, ne? Den Akku-Star. Ja. Der ist schön. Der macht schön Laune, finde ich. Sag mal, wer hat denn hier die ganzen Türen so aufgeräumt? Was soll denn das? Simpler siehst, cool. Ah ja. Ach, dann wissen wir ja, wer ausprobiert hat. Ja, ich meine hinten ist ja gut, ne? Kann man ja auflassen. Das ist kein Problem. Ja, das macht Laune, das passt so, aber den Rest doch nicht. Junge. Stimmt damit ja nicht. So, weil wir müssen nämlich das Silo hier voll machen. Ah, ich werde mir noch eine zweite Cam holen. Ich werde das mal machen. Vielleicht haben wir morgen oder übermorgen schon das Setup, dass ihr dann hier von hinten drauf blicken könnt. Na, gucken wir mal. Ein schöner Rücken kann auch hinten. Ja. Weil ich sowieso richtig nicer Boy bin. Und meine Platte von hinten auch gern zeige. Was das? So. Ja, ihr müsst nicht alle kleinen Gelächter ausbrechen. Ich weiß, war heute nicht mein bester Himmel, Herrgott, nur eins. Heizt doch nicht immer so. Hätte ich jetzt darauf reagiert, hätte ich wieder einen drüber gekriegt. Wollte gerade sagen, weil der Glas hast, sollte ich nicht mit Steinen werfen. Wieso? Bloß weil du immer deinen Hamster auf den Kopf trägst. Ja, du bist doch nur neidisch. Gestern war es noch ein Eichhörnchen. Naja, der wechselt immer mal. Ja. Also er wechselt immer zwischen Hamster, Eichhörnchen und Dachs. Keine Ahnung. Waschbär. Oder Waschbär. Über vorne Dachs. Ja, so nach dem Motto. Das sagt der so eine Lasagne, so ein Nudelding auf der Birne hat. So eine Lasagne, Junge. Lasagne? Lasagne? Nudeln? Also ja, es sind schon Nudeln, aber. Ich werd verklemmt. Unglaublich. Lasagne hat doch Platten, oder? Das ist wieder modern jetzt. Was? Ja, sicher. Das ist. Schief. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Ja, Leute. Richtig. Jo. Eieieiei. Naja. Excel wird Zeit, dass du auch mal wieder modern wirst.
Es kommt alles wieder. Ich warte auf meine Zeit, auf die Zeit der Schlaghosen. Stalli, moin Meister! Ey, ich hatte, ne? Also ich hatte Schlaghosen des Todes. Damals. Das in der Schulzeit war das auch nochmal. Also ich habe ja die Schlaghosenzeit in der Schule mitgemacht, ja. Die war ja bei uns sehr modern. Und dann gab es doch hier diese, wie hießen die, diese Baggy Pants hier, wo du so rumgelaufen bist, ja, als ob du die Hosen voll hast. Kennt ihr die? Sagt euch das was? Ja. Ja, die so ein bisschen sehr tief gehangen haben. Und das war ja anfangs, war das ja nur den Leuten vorbehalten, ja, die auch mit dem Skateboard umgehen konnten. Ja? Aber beim Skateboardfahren bin ich ja auch nicht doof, ne? Das macht ja auch Laune. Kann ja der alte Mann immer noch. Was? Aber sowas von. Oh Gott. Und da sind wir natürlich, ne, waren wir früher so eine schöne Gruppierung hier, die Baggy Pants, ne, immer mit unserem Boards dort hier in die Schule reingelaufen. So nach dem Motto hier, was wollt ihr von uns, ne? Kraft unser Wassersuppe. Das war schon lustig. War eine geile Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. War eine richtig geile Zeit. Ich habe es sehr genossen. So, jetzt müssen wir bloß mal. Der kommt aber bitte schwer aus der Hefe hier, oder? Kann das sein? Absolut, ja, sagte mir gestern auch. Ja, macht nichts. Der Kleine muss das schaffen. Der muss das. Ja, der kriegt das hin. Wenn wir das Silo wieder voll haben, also da müssen wir immer sehen, dass wir das gut gefüllt bekommen. Unser Kompost-Silo. Weil der kann uns finanziell echt immer gut voranbringen, sag ich mal. Und ich bin ja scharf auf das Baugelände hier hinten. Deswegen, wir brauchen das Baugelände. Ich denke, so ein Tankding müsste reichen jetzt, Chris. Ja, oder? mehr wie gut. Ja. Vielleicht schmeißen wir wieder raus und holen nachher Kalk. Dünger. Ne, genau. So ist es. Wir könnten vielleicht für den Merlo noch so eine Big Bag-Gabel. Das ist ja auch cool. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir Big Bags irgendwo hinstellen können. Vielleicht auch ein paar Big Bags eher in den Hof bringen. Ja, können wir doch machen, ist doch kein Problem. Das können wir doch tun. Ja. Irgendwie ist der Tag heute komisch, ich verstehe meine Zelle heute so gut, irgendwas stimmt nicht. Das ist mir auch schon auf jeden Fall. Ja, wir beobachten das mal. Wir beobachten das mal und ihr, liebe YouTuberinos, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr lasst da ein Däumchen da und schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.